Wir lieben dich, Engel. Mit diesen Worten verabschiedet sich heute die Familie von der 14-jährigen Amela. In Gedanken sind die Freunde aus München bei der Beerdigung im Kosovo mit dabei. Sie haben großen Anteil, dass die Familie in ihrer alten Heimat Abschied nehmen kann. Eine Botschaft haben sie den Trauernden mitgegeben. Ich habe gestern persönlich zu seinem Vater und zu den Jungen auch selber gesagt, ganz München steht hinter euch. Es ist egal, ob Deutsch oder Ausländer oder Arab oder Muslime oder Christen. Es ist egal, wir stehen alle hinter euch. Ihr müsst stark sein. Alle Geld der Welt kann diese Familie nicht wirklich das geben, was sie verloren haben. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Beitrag. Das ist einfach den unterstützt oder wie gesagt, und wir als Menschen und mit allem drum und dran sind wir halt bei denen. Der Abi war ein guter Freund von uns und wir wissen, wie er von ihr gesprochen hat. Wir wissen, was er davor gesagt hat. Wir wissen, dass wir auch davor im Krankenhaus waren und gehofft haben, dass sie doch sich irgendwo versteckt hat. Und dann natürlich ist das Mitgefühl sehr, sehr groß. Abi, der Bruder, ist Stammgast, hilft auch mal in der Shisha-Bar aus. Durch seine Geschichten war auch Amela hier gut bekannt. Darum war allen sofort klar, wir wollen der Familie helfen. Darum haben sie Geld für die Beerdigung in Kosovo gesammelt. Übers Internet und in der Bar. Innerhalb von 24 Stunden fast 10.000 Euro. Was aber schön zu sehen war, war eigentlich primär die Tatsache, dass sich nicht nur Freunde und Verwandte beteiligt haben, sondern wirklich eigentlich ganz München. Also es sind auch viele Leute gekommen, die gar nicht irgendwie ihn kannten oder irgendwas mit ihm zu tun hatten und haben wirklich große Beiträge geleistet. Und dafür sind wir nach wie vor sehr, sehr dankbar. So schrecklich der Amoklauf war, Solidarität mit den Opfern ist deshalb selbstverständlich. Ich finde es gut, dass München so zusammensteht. Dass wir jetzt nicht sagen, oh, das ist, ich habe damit nichts zu tun oder ich kenne die nicht, sondern dass man einfach sagt, hey, wir müssen da helfen, wir müssen einfach zusammenhalten, wir müssen da ein Zeichen setzen auch, dass wir wissen, dass wir, wenn was passiert, dass einfach die Münchner zusammenhalten. Und dass du Deutscher bist und sie aus dem Kosovo kommt? Ja, das spielt doch keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also bitte, das ist ja, Mensch ist Mensch. In Zeiten der Angst ist diese Haltung wichtiger denn je.